Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Okami HD. Und wir haben hier einen hüpfenden, keine Ahnung, Vieh. Der scheint sich ein bisschen sehr zu freuen. Keine Ahnung, ich habe wirklich keinen Plan. So, diese Blume will nicht. Blume vor allem. 15. Was für eine Freude zu sehen, wie das Leben an diesen Ort zurückkehrt. Nur noch 15. Wir werden mit einem Wunder gesegnet werden, wenn alle Bäume blühen. Okay, der möchte, dass wir hier alle Bäume zum Blühen bringen. Ziemlich wahrscheinlich. Heute. Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Let's go. Alle Bäume. Jetzt ist so die Frage, kriegen wir jetzt mit einmal alle Bäume? Kommt man überall ran? Müssen wir mal schauen, weil wenn nämlich auf so einer Insel vielleicht sowas ist, wird es schwierig. Okay. Plump. Ah, die Vögelchen hätten wir eigentlich auch füttern können. Ja. Ach, guck mal, es wird schon wieder Nacht. Schon wieder Nacht? Na gut. Lassen wir einfach alles wieder blühen. Ah, sie freut sich, sie singt. Oh, herrlich. Er jagt wahrscheinlich immer noch so hinterher, wahrscheinlich, keine Ahnung. Nach seinen komischen Rettichen. Ach ja. Hä? Hier war so, als wurde ich gerade irgendwie verfolgt. Clef. Oh, ich kann ihn füttern. Fleisch? Oh ja, ich kann ihn einfach füttern. Wie schön. Nice, herrlich. Immer wieder gut. Hat das Futter? Ja, danke schön für leckeres Essen. Yamsi. Ah, schön. Immer wieder toll, eine Freude machen zu können. So. Ja, jetzt müssen wir mal kurz schauen, wo es auch so ein paar Bäumchen gibt, die wir jetzt ein bisschen zum Blühen bringen können. Und es ist Nacht. Oh, wie sogar die Musik sich ein bisschen dabei anpasst, finde ich auch toll. So, wie war das? Wir sollten auch einmal bei Nacht, glaube ich, hier einmal rein. Hatte doch einmal die alte Oma mal gesagt. Na denn? Oh, wenn das die Schneeball ist, bist du damit beschäftigt, dein Territorium zu bewachen. Eine sehr frische Brise kam heute plötzlich auf. Wie viele Jahre ist es her, dass Konohana so grün und fruchtbar war? Damals waren die Bäume des Dorfes voller Blüte. Hey. Ach ja, ist dieser weiße Wolf? Das war ja ein schöner Stoß, den du mir da gegeben hast. Nun, mein weißer Freund, ich respektiere Tiere und Verhalten. Aber jeder, der in diesem Dorf Ärger macht, wird bestraft. Du bist ja ein mutiger kleiner Kerl, nicht wahr? Macht weiter und habt Spaß, aber stört nicht die Dorfbewohner. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Okay. Oh. Nun, Schneeball, hast du die majestätische Erscheinung von Konohana gesehen? Sie war verwelkt und ohne Blätter. Aber wie du zweifelsohne bestimmt bemerkt hast, hat sie sich auf wundersame Weise wieder erholt. Mein Tanz muss eine Verbindung zum heiligen Baum hergestellt haben. Trotzdem reagiert sie immer noch nicht auf meine Fragen. Vielleicht hat sich ihre vom Bösen geplagte Seele in den Himmel zurückgezogen. Nein, das kann nicht sein. Aber sollte es dann noch so sein, dann wird mein geheimer Konohana-Tanz sie zurückrufen. Was für eine Art Tanz ist das? Jetzt sag schon, Opa. Wenn ich doch nur die Kraft der Erde nutzen könnte. Hä?
Oh, ihr seid gekommen, die Koronatanzer zu sehen, oder? Nun, im Moment erwarte ich keine Wirkung von meinem Tanz. Ich brauche die Macht der Erde, um die heilige Seele des Baums zu retten. Das ist die einzige Kraft, die unsere Weltenbäume retten kann. Und wenn ich diesen geheimen Tanz vorführe, werde ich... Ich würde niemals wieder... Ach, seht nur, ich werde so düster auf meine alten Tage. Ich sollte den Konohana-Tanz aufsparen, bis alle unsere Welkenbäume hergestellt sind. Ah. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich hatte dir ja ein bisschen Kirschkuchen versprochen, oder? Ja. Ich werde dir ganz schnell einen frischen machen. Warte hier. Und los. Irgendwie gruselig. What? Okay. Nimm das, meine Gute. Die sind am besten, wenn sie frisch sind. Das glaube ich. Verbraucht Kirschkuchen. Kuchen mit Kirschgeschmack. Füllt den Magen ganz gut. Lecker, Alter. Ich habe 200. Okay, 200 ist das Maximum. Okay, tschüss. Genau, deswegen bin ich eigentlich hier reingegangen. Okay, also wir haben zwei Gründe für diese Bäume. Einmal dieser eine Herder, der das anscheinend irgendwie auch mitzählt. Naja, und das mit dem Konohana-Tanz. Ja gut, dann wollen wir das mal schnell die Wege leiten, oder? Ich hoffe, meine Tinte macht das so lange mit. Ja, auch immer so eine Sache. Verbraucht sich ja doch relativ schnell. Oh, das ist jetzt die Frage. Gehen wir jetzt erst da hoch oder gehen wir jetzt erst da lang? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ah, hallo Sakuya, meine kleine Brüte. Ja, dank uns. Hier ist doch wirklich super gut aus. Hey, warum sagt sie denn nichts? Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich sie hier schon lange nicht mehr gesehen. Sie wird doch nicht den Geist aufgegeben haben, oder? Ach, glaub nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Immerhin haben wir sie ja quasi wieder ein bisschen gestärkt. Oder so? Ich habe ja keine Ahnung. Guck mal. Siegwild. Und man kommt dann natürlich wieder easy rein. Oh, ansehen. Der Baum ist wieder zu Leben erwacht, aber wo ist noch Sakuya? Die ist doch nicht gestorben, oder Felknäuel? Sag, dass es nicht so ist. Ich sag nichts. Okay, wir haben noch ganz sicher noch die eine oder anderen Bäume hier zu... Naja, nicht zu bepflanzen, sondern hier auferstehen zu lassen. Wie war das? 15 waren es insgesamt an der Zahl. Ich habe gar nicht mitgezählt. Das hier Bäume? Oh Gott. Wie willst du das sehen? Die in der Luft fliegen einfach mal hier so ein paar Schleifen rum. Du erkennst doch nicht sofort, dass das ein Baum ist. Ah. Das sieht dann schon etwas anders aus. Aber trotzdem. Oh, schwarz auf schwarz ist halt so eine Sache, ne? So. Ah, anscheinend hat sich das gerade geklärt. Okay. Nice. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem Alten oder gegen zu dem, der das bezählt. Ich denke mal, der das zählt, ist, denke ich mal, am besten zuerst hinzugehen. Weil der gibt uns doch bestimmt jetzt ein Item oder sowas. Oder irgendeine Fähigkeit oder irgendwas. Oder so. Ich habe keinen Plan.
Boah, lul. Was war denn das Rad? Weil einfach mal komplett eine andere Musik. Oh je, eins verrückter Baum in diesem Dorf blüht wieder. Jetzt müssen wir nur noch warten. Warten auf das Wunder. Okay. Wo ist Opa? Ich glaube, den brauche ich jetzt. Blümchen mal wieder am Wäsche waschen. Oh, man kann es im Ernst, wo ist er? Der wird doch bestimmt in seiner Hütte sein, oder? Ich meine, Tag und Nacht, stecken die sich ja gerne mal woanders. Verstecken die sich gerne mal woanders. Nichts zu essen hier. Oh, schade. Boink. Okay, dann müssen wir jetzt mal auf die Suche gehen. Aber es kann sein, dass er vielleicht sogar oben auf dem Berg hier wartet. Naja, Berg. Ja, doch, ist ein Berg. Ist schon ein Berg, würde ich sagen. Na, schön. Ah, ist gleich oben. Wo ist denn der Opa? Füttern? Nee. Da ist er. Oh, endlich. Das ist die Antwort auf meine Gebete. Alle Bäume des Dorfes sind wieder voller Leben. Es ist an der Zeit, diese Kraft der guten Erde zu nutzen. Ja, es ist nun an der Zeit für den Konohana-Tanz. Ich werde den Geist des heiligen Baums Konohana zurückrufen. Sacke der Tapferkeit. Aber zuerst muss ich meine Schwur zur Abstinenz brechen. Ich werde behutsam diesen Sake trinken. Und schon bald werden wir die Blüten sehen. Schluck, schluck, schluck. Prost. Übertreib's mal nicht. Oh, jetzt hat er eine dicke Fahne. Oh, ja. Ja, ja. Hey, Opa. Bist du okay? Du hast einen wirklich seltsamen Ausdruck in deinen Augen. Schneeball, Sohn. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist der Stoff bei der Legende. Ja. Werde Zeuger des Geheimnisses des Geheimnisse. Ich präsentiere den Konohana-Tanz. Im besoffenen Zustand. Oh ja. Dann taumel uns mal was zurecht. Gelenkig ist er ja, ne? Okay, hier müssen wir ein bisschen aushelfen. Ja auch. Na komm, bisschen Hilfe ist doch okay. Oh ja. Okay. Ups. Oh, lul. Ich habe aus Versehen eine Sonne gemacht. Was? Oh, nein. Es funktioniert nicht, mein kleines bisschen. Der Baum hätte doch in voller Blüte stehen sollen. Es ist der Konohana-Tanz. Ist der ein Reinfall? Nein, das kann nicht sein. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter tanzen, bis Konohana wieder blüht. Noch einmal. Das Geheimnis der Geheimnisse. Der Konohana-Tanz. Okay. Aber diesmal scheint er ein bisschen nüchterner zu sein. Oh nein, wir müssen jetzt nicht doch mal alles von vorne machen. Okay. Ein bisschen vernünftiger zeichnen. Ja, es kann ein bisschen tricky sein, wie man das Ganze mal so ein bisschen zeichnet. Aber ich möchte eigentlich, ich hatte es schon richtig gemacht. Ich weiß auch nicht, wieso das Spiel sagt, nö, das ist jetzt eine Sonne. Sehr merkwürdig. Oh ja.
Also, der hat's doch drauf, der Alte. Vor allem der Bart tanzt einfach ein bisschen mit, oder? Ja! Ah, jetzt ist er total am Ende. Oh, Amaterasu. Sakuya, du lebst und du siehst sehr gut aus. Mein kleiner Läusefreund, ich sehe, du bist mutig wie immer. Ich schulde auch diesem netten älteren Herrn meinen tiefsten Dank. Welch Tapferkeit! Einfache Worte können meine tief empfundene Dankbarkeit gar nicht ausdrücken. Dank euch allen bin ich hier wieder erneuert und voller Energie. Schluck. Aber natürlich gebührt der Ehrfurcht gebietene Göttin Amaterasu mein größter Respekt und Dank. Gepriesen seist du. Yay. Eis. Ich kann nicht versprechen, dass dies die Erlösung für ganz Nippon bedeutet, aber wenn du die Wächtersprösslinge im ganzen Land wiederherstellst, dann wirst du auch davon resultierenden Kräften profitieren. Ich werde hier in Kamiki bleiben und für deinen Erfolg beten. Wie ich darauf hoffe, dich wieder erblicken zu dürfen. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Und tschüss. Wird's jetzt Nacht? Oh Mann, was nu? Gute Frage. Eine neue Sternkonstellation. Wir kriegen eine neue Fähigkeit. Yes. Okay, es ist eine 1. Eine ziemlich krumme 1. Autsch! Der Nachfolger macht weiter. Amaterasu, weil alles gut mit uns alle, Mutter. Lange habe ich mich hier in der Natur von Kamiki versteckt. Aber die Zeit ist gekommen, dass ich, Hasegami, mich zu erkennen gebe. Möge meine Kraft dir eine Hilfe sein auf deiner schweren Reise. Wie erstmal rumtanzt. Oh mein Gott, das war Hasegami. Mit der Technik Seerose kannst du Seerosenblätter auf dem Wasser erschaffen. Du kannst damit Wasserflächen überqueren. Probiere es aus. Komm schon hier lang, Emmy. Warte auf mich. Hey! Ich habe diese Schatztruhe da draußen schon seit einer Weile im Auge. Warum erschaffst du nicht ein paar Seerosen hier? Mache dir einen Weg aus Blättern rüber zur Insel. Die Pinseltechnik Seerose erschafft Seerosenblätter auf dem Wasser. Alles, was du tun musst, ist es, Kreise auf dem Wasser zu malen. Komm schon, Fellknäuel, lass mal sehen, wie du mit deinem Pinsel Wunder wirkst. Okay, let's go. Achso. Genau das ist es! Stabil, hält einen ganzen Wolf aus.
Hey, hey, wie gefällt dieses selbstgefällige Grinsen aus deinem Gesicht, Fellknäuel? Zumindest müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen, nass zu werden. Ich weiß, jetzt, wo du diese neue Kraft hast, lass uns damit ein bisschen weiter aus dem Dorf rausgehen. Siehst du, ich habe doch gesagt, dass es hier einen Wasserweg gibt, der in den Wald führt. Ja, das mit dem Agatha-Wald, genau. Unsere kleine Sakuya ist wieder zurück und munter wie immer. Aber es gibt noch immer viele Wächtersprösslinge, die nicht blühen. Ja, die müssen wir jetzt auch alle suchen. Ah. Großer Baum. Usch. Okay, let's go. Irgendwie klappt das heute mit dem Springen nicht so. Okay. Und wir müssen noch einen erschaffen. So, knack. Halten Fragment der Sonne. Sammle 3 leuchtende Fragmente, um Solarenergie um 1 zu erweitern. Okay. Moment mal, wir können Solarenergie hier drüber erweitern und noch zusätzlich über diese Fragmente, so diese Herzteile. Okay. Schöne Kombi auf jeden Fall, nehme ich gerne so an. Dann machen wir mal weiter, oder? Let's go. Obwohl, wenn ich mir die Zeit jetzt so anschaue... Oh, schon wieder so spät, Leute. Das schaffen wir nicht mehr. Agatha-Wald muss leider bis zum nächsten Part warten. Tut mir echt ein bisschen sorry, Leute. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut in Okami HD, unser Let's Play. Also dann, wir sehen uns. Tschüss.